Wer kommt, wer darf kommen, wer ist nicht eingeladen und wer will nicht. Großes Rätselraten herrscht nach wie vor um die A-Liste des Jahres. Wer sind die Namen der kompletten Gästeschar beim Krönungsakt des englischen Königs Charles III. Und seiner Frau Camilla? Selbst bei der britischen Presse, bekannt als knallharter Spiegel der Gesellschaft, liefert in diesem Fall royale Details nur scheibchenweise. Immerhin weiß man jetzt, dass Rebell Prinz Harry an der Zeremonie teilnehmen will. Allerdings ohne seine Frau Meghan, die bei den Kindern bleiben möchte. Eine diplomatische Lösung fand man bei Europas höchster Adelsfamilie. In Spanien wären es nämlich zwei Könige, die als Kandidaten in Frage kämen. Die Monarchen, Felipe mit Frau Letizia und Juan Carlos mit Frau Sofia. Der nicht mehr Amtierende umgeht den spektakulären Termin. Juan Carlos, nach seiner Abdankung im Juni 2014 König Emeritus auf Lebenszeit, verlässt in den nächsten Tagen sein Exil in Abu Dhabi und begibt sich wieder mal in Richtung Europa. Er geht nach London, wo er sich noch vor der Krönung am 6. Mai, gute 14 Tage vorher am 18. April mit König Charles zum Lunch trifft. Anschließend reist Juan Carlos nach Sanxenxo in Galicien zur traditionellen Segelregatta am 22. und 23. April. Der Monarch, der sich guter Gesundheit erfreut, lässt es sich nicht nehmen, bei seiner Mannschaft zum Training zu erscheinen. Kolumnist Michael Gräter kann sich übrigens noch gut an mehrere Zusammentreffen mit dem lässigen König erinnern. Darunter eines mit der Porsche-Familie bei Juan Carlos in Madrid, wo es als Mitbringsel ein limitiertes Auto aus der Sportwagenschmiede gab, und sein royaler Besuch auf Schloss Amorbach in Deutschland, wo er nach der Verleihung des Karlspreises in Aachen auf Einladung von Erbprinz Karl Emig zu Leiningen und seiner Frau, Prinzessin Gabriela, ein paar Tage weilte. Aus geplanten 2 Tagen wurde es fast eine Woche mit Jagd, Spaziergängen, Dinner und selbst ein Besuch in der Piggerie.